Als man ihnen am vergangenen Sonntag die Botschaft mitteilte, waren sie sehr bestürzt. Praktisch alle haben geweint und alles. Das war eine schwierige Stunde für mich, auch das anzuschauen und zu hören. Denn ich habe schon viel Wut auch, aber das verstehe ich schon. Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer traurig. Bruder Joss spricht damit ein Phänomen an, das überall spürbar ist. Immer mehr Klöster in Deutschland machen zu. Es gibt kaum noch Nachwuchs. Die Orden sterben aus. Das erkennt auch der Ordensreferent für die Diözese Eichstätt, Tobias Göttle. Wir dürfen uns da keinen Illusionen hingeben. In der Regel sind die Orden überaltert. Ich bedauere das auch sehr. Vielleicht gilt es auch, dieses Leben im Orden auch wieder zu entdecken. Denn was man in der Gesellschaft kaum wahrnimmt, die Menschen im Orden leisten einen großen Dienst, sei es durch ihr Gebet, sei es durch Taten der Nächstenliebe. Es ist schon interessant, dass die Orden schon auf der einen Seite Zulauf haben, nämlich dass Menschen, die auf der Sinnsuche sind, die in einer inneren Krise sind, die wollen sehr oft sehr gerne im Orden mitleben. Zum einen würde ich sagen, sind die Ordensgemeinschaft Zentren geistigen Lebens. Und andererseits sind sie eben einfach auch Orte sozial-karitativen Wirkens. Das Kapuzinerkloster in Ingolstadt ist bzw. war beides. Umso schwerer fällt es den Brüdern nun zu gehen. Gerade auch für Bruder Joss, der vor 17 Jahren herkam, niemanden kannte und dann so viele Freunde gefunden hatte. Und in den letzten 17 Jahren habe ich keinen einzigen Mensch verloren, aber meine Freude ist das, dass ich so viele Menschen gefunden habe und gewonnen habe. Das macht mir Freude. So, ich habe meine beste Zeit hier verbracht. Und das ist immerhin etwas, wenn man das nach so langer Zeit sagen kann. Zum 31. März also verlassen die Kapuziner Ingolstadt. Sie werden dann auf andere Klöster in Deutschland aufgeteilt. Noch nie war es so wichtig, Gas zu sparen. Für die Versorgungssicherheit und für Ihren Geldbeutel. Machen Sie darum mit beim SWI Gasparwettbewerb. Sofort loslegen und bis zum 31. März so viel Gas wie möglich sparen. Die 25 TeilnehmerInnen, die prozentual am meisten Gas eingespart haben, erhalten ihre Jahreskosten bis zu einem Wert von 2.500 Euro erstattet. Gemeinsam Energie sparen. Jetzt alle Infos auf sw-i.de/gassparen-jetzt. Targobank Geschäftskunden. Wer ständig da ist, wenn die Heizung streikt. Sich auch nach Feierabend für das Recht seiner Kunden einsetzt. Oder Gärten in Oasen verwandelt. Verdient eine Geschäftsbank, die Selbstständigen Rückenwind gibt. Targobank Geschäftskunden. Wir unterstützen Ihre Pläne mit unserem unkomplizierten Businesskredit. Jetzt Termin vereinbaren auf targobank.de. Sie vermissen den Sommer? Dann auf nach AIDA! Sparen Sie sich diesen Winter ins Warme mit den goldenen Herbstangeboten von AIDA. Bis 14. November buchen Sie sonnenverwöhnte Traumziele zum Superpreis. Alle Infos im Reisebüro und auf aida.de. Der Faktenbooster. Seit dem 1. Oktober müssen im öffentlichen Fernverkehr alle ab 14 Jahren eine FFP2-Maske tragen. In medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt die FFP2-Maske schon für alle ab 6 Jahren. Vor dem Besuch in einem Krankenhaus oder Pflegeheim ist ein offizieller Test erforderlich. Mehr Informationen unter zusammengegencorona.de. Der Faktenbooster. Eine Information des Bundesgesundheitsministeriums. Die erste Adresse in der Region, wenn es um Markisen, Wintergartenbeschattungen, Insektenschutz und Rollladenkastendämmung geht. Weidel Rollladenbau Schrobenhausen. Weidel-rollladenbau.de.